Musik bitte. Bemerken, dass ich pressiert bin, die Vorbereitungen zur heutigen großen Assemblée im Hause des reichsten Mannes der Stadt, wie ich meinen gnädigen Herrn wohl betiteln darf. Ein Wort! Ich höre so viel, was ich allerdings nicht begreifen kann. Und das wäre? Und was mich in erklärliche Aufregung versetzt. In Kürze, wenn ich bitten darf. Bei der heutigen festlichen Veranstaltung hier im Palais. Und was hier ja meine Schülers, baute euch meine Ohren noch eine weitere. Und zwar vielleicht als so sozusagen musikalische Darbietung in Aufsicht genommen ist. Eine Art von Singspiel oder beliebige Passe mit der italienischen Buffo-Manier. Das kann nicht geschehen. Kann nicht? Wieso? Darf nicht! Wie beliebt? Das wird der Komponisten nie und nimmer gestatten. Wer wird? Ich höre gestatten. Ich wüsste nicht wer, außer meinen gnädigen Herren, in dessen Palais sie sich befinden und ihrer Kunstfertigkeiten heute zu produzieren, die Ehre haben, etwas zu gestatten, geschweige denn anzuordnen hätte. Es ist wieder die Verabredung. Die Opera Seria Ariadne wurde eigens für diese festliche Veranstaltung komponiert. Und das ausbedungene Honorar wird nebst einer munifizenten Gratifikation durch meine Hand in die ihrige gelangen. Ich zweifle nicht an der Zahlungsfähigkeit eines steinreichen Mannes. Für den Sie samt Ihrem Eleven Ihrer Notenarbeit zu liefern die Auszeichnung hatten. Was dann steht noch zu Diensten? Diese Notenarbeit ist ein ernstes, bedeutendes Werk.
Es kann uns nicht gleichgültig sein, in welchem Rahmen dieses dargestellt wird. Jedennoch bleibt es, meinen gnädigen Herren, summo et unico loco überlassen, welche Arten von Spektakel er seinen hochansehnlichen Gästen nach Vorsetzung einer feierlichen Kollation zu bieten gesonnen ist. Zu diesen, die Verbrauchern gemessen, erregen sie den nach die heroische Variante. Sofort aus diese, danach, dass wir Punkt 9 Uhr anbefohlene Feuerwerk und zwischen beiden die eingeschobene Opera Buffa. Womit ich die Ehre habe, mich zu empfehlen. Hallo? Wie soll ich das meinem Schüler beibringen? Hier findet euch Laden die Mamsell Servinetta. Sie ist bei der Toilette. Ich werde antworten. Lasse das sein, es ist frei. Das ist die Sprache der Leidenschaft, verbunden mit einem unrichtigen Appetit. Liebe Freunde, schaffen Sie mir die Geige! Richten Sie nun aus, dass wir hier versammeln sollen zu einer letzten kurzen Verständigungsprobe. Die Geigen werden schwerlich kommen. Erstens, weil es keine Füße nicht haben und zweitens, weil sie in der Hand sind. Wenn ich sage, die Geigen, so meine ich die Spiele. Ach so, die sind aber jetzt dort, wo ich auch hin sollt und wo ich gleich sein will, anstatt mich da mit ihnen aufzuhalten. Wo ist das? Bei der Tafel. Jetzt, eine Viertelstunde vor Anfang einer Oper beim Essen. Wenn ich sage bei der Tafel, so meine ich natürlich bei der herrschaftlichen Tafel, nicht beim Musikantentisch. Was soll das heißen? Aufspielen tun Sie. Capito sind also für Sie, der Zeit nicht zu sprechen. So werde ich mit einer Demoiselle die Arie der Noten gewinnen. Hier ist nicht die Demoiselle drin, die Sie suchen. Die Demoiselle aber, die hier drin ist, ist für Sie ebenfalls nicht zu sprechen. Weiß er, wer ich bin, wer ich bin, wer ich bin, ich höre der Zeit zu sprechen. Yeah.
Haben meinerseits keine Ursache mehr, meine Leistungen vor Ihnen zu erröten. Ich verschreibe mir, hätte mir gern was ausgeführt. Ich vergesse nämlich gar leicht. Kann nicht dienen. Erst nach der Opfer kommen wir daran. Es wird keinen Glück mehr kosten, die Herrschaften wieder umzumachen, wenn sie sich erst eine Weile gelungen haben. Und meinen Sinn, es wird ja. Eintreten. Sie ist ein Frisieren. Wir ein leichtes Spiel haben, Roselle, so lange nicht Mann. Über die Begriffe und was die Einfälle anlangt. So steckt in meinem linken Schuh absatz mehr Melodie als in dieser ganzen Ariadne auf Naxos. Umso besser, wenn sie dir gefällt. Es ist die Zerfinetta. Sie singt und tanzt mit vier Farben, das lustige Nasen, das man an deine Oma gibt. Ach, meine Oma! Ein lustiger so nach schwer, ich bitte dich um alles. Das Geheimnis des Lebens, tritt uns hier an, mit dir bei der Ruhe.
Stücke Notenpapier. Von Tisch auf, man sollte sich hier beeilen. Meine Damen und Herren, wir müssen. Bereit, in 3 Minuten mit der Oberiotne anzufangen. Seine Gnaden haben sich nunmehr wiederum anders besonnen. Es soll also nicht mit der Oper begonnen werden. Was ist das? Vergebung! Wo ist der Herr Tanzmeister? Ich habe einen Auftrag, meines gnädigen Herrn, für Sie beide. Was willst du? Jetzt, im letzten Moment, das ist doch ein starkes Stückel. Um zu stoßen und folgendermaßen abzuändern. Das Nachspiel, der Vorspiel, wir gehen zuerst die ungetreute Minerva. Dann Anna, sehr vernünftig. Um Vergebung,
Die Tanzmaskerade wird weder als Nachspiel noch als Vorspiel aufgeführt, sondern mit dem Trauerstück Ariadne gleichzeitig. Es ist genauso, wie ich es sage. Wie Sie es machen werden, das ist natürlich Ihre Sache. Unsere Sache? Mein gnädiger Herr ist der für Sie schmeichelhaften Meinung, dass Sie beide Ihr Handwerk genug verstehen, um eine solche kleine Änderung auf 1-2 durchzuführen. Es ist nun einmal der Wille meines gnädigen Herrn, die beiden Stücke, das Lustige und das Traurige, mit allen Personen und der richtigen Musik, so wie er sie bestellt und bezahlt hat, gleichzeitig auf seine Bühne serviert zu bekommen. Warum gleichzeitig? Und zwar so, dass die ganze Vorstellung deswegen auch nicht einen Moment länger dauert, denn für Punkt 9 Uhr ist ein Feuerwerk im Garten anbefohlen. Ja, wie um aller Götter willen, stellt sich denn deine Gnaden das vor? Es ist wohl nicht die Sache meines gnädigen Herrn, wenn er ein Spektakel bezahlt, sich auch noch damit abzugeben, wie es ausgeführt werden soll. Seine Gnaden ist gewöhnt anzuordnen und seine Anordnungen befolgt zu sehen. Ja. Zudem ist mein gnädiger Herr schon seit 3 Tagen ungehalten darüber, dass in einem so wohl ausgestatteten Hause wie das seinige ein so jämmerlicher Schauplatz wie eine wüste Insel im Vorgestellt werden soll. Und ist eben, um dem abzuhelfen, auf den Gedanken gekommen, diese wüste Insel durch das Personal aus dem anderen Stück einigermaßen anständig tapieren zu lassen. Das finde ich sehr richtig. Es gibt nichts Geschmackloseres als eine wüste Insel.2 Stunden Zeit hätte, um über die Lösung nachzudenken. Tag, da willst du nachdenken? Oh, menschliche Gemeinwohl, stehe mit dem Rosa, einem entgegengrinst. Und, wo sollen wir haben? Was wir hier verloren haben, die günstigen Arten der anderen, das nächste halbe Jahr zu leben gedacht hast. Ich habe nichts mit diesem Lied gemeint. Wozu leben wir? Ich weiß wirklich nicht, warum Sie beide einen so vernünftigen Vorsatz als übertriebene Schwierigkeiten entgegensetzen. Meinen Sie im Ernst, es ließe sich machen? Nicht leichter als das.
die Ober enthält Längen, gefährliche Längen. Man lässt es weg, diese Leute wissen es impulsiven, finden sich in jede Situation. Still! Wenn ihr uns hört, geht ihr selbst fort. Fragen Sie ihn, ob er seine Oberlieder heute ein wenig verstümmeln will, oder ob er sie niemals fühlen will. Schaffen Sie ihm Tinte, weht eine Rose, was immer, es handelt sich darum, ihr werdet zum Dimmel. Dass er genug streicht. Ich rufe in des Zerbinetta. Sie ist eine Meisterin im Improvisieren, dass sie dem Mann durch sich selber spielt. Finden sie sich in jeder Situation zurecht. Die anderen sind auf sie eingespielt. Es geht alles wie am Stück. Der Ariadne müsste sie streichen. Zu mir kommt. Weißt du, du hast mich erlöst, du hast mich erlöst.